noch dein Dings aus, ja. Was machst du da für komische Grafiken? Und ich vergesse ständig, dass ich meinen Kackfalken habe. Du siehst doch auch dieses Leuchten, oder? Wenn ich irgendwas haue. Ja. Gut, dann ist das nicht, das ist wirklich so nicht. Was macht denn das? Keine Plan. Keine Plan, ja. Nee, irgendwas keine Ahnung. Ich bekommen. Ich weiß es nicht. Oh, ich hab ein Epic Shield bekommen. Ja, Mann. Ich auch. Ich auch. Oder nee, hab ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch. Hab ich nicht. Ey, ausverkauft. Ich will bitte mal eine tolle. Ach ja, ich hab hier noch was für dich aufgehoben, falls du dir. Danke. Ja. Ein blödes Level Up noch, dann. Nicht schlecht. Hat aber nur eine Scherbe halt. Nee, ich vertick ich jetzt direkt. Was? Mein Geld! Junge! Gibt 329 Dollars. Ja, Dollars. Und kauft dir mal. Warte mal, Tom, kauft dir mal sofort Medkits. Die kannst du da kaufen. Da gibt's zwei verschiedene. Ja, die guten nämlich mal. Jo, leichte Medium-Pulle. Da kannst du halt durchspammen mit Enter. Kleinere sind dort die Klopfer. Mit welcher Taste? Enter, kann ich die? Spam's einfach durch. Du hast jetzt gerade vollgehalten damit. Also, die geben dir halt direkt, wenn du sie kaufst, und die anderen kannst du ebenfalls benutzen. Du bist okay. Schon voll, gell? Also. Wie kann ich dir jedenfalls das Traurige ist nur an den Medkits, also zumindest habe ich noch keinen Hotkey dafür gefunden. Ich glaube, da gibt's auch keinen für. Wie kann ich das benutzen? Oder warte. Wenn du die jetzt gekauft hast, die anderen, dann drückst du Tab, dann gehst du in deinen Rucksack und dann suchst du die raus. Dann klickst du sie an und betest, dass du nicht raus. Alter, wie dumm ist das denn? Ich will einen Hotkey. Gibt das nicht. Okay, nächste Runde. Gucken, warte mal kurz. Sag mal kurz. Kampf gegen die epischen Urkräfte des Bösen. Guck diesen Totenkopf an, er symbolisiert unseren Tod. Ich glaube, wir werden jetzt hier mal nicht sterben. Glaube ich irgendwie auch. Runde 2 ist schon etwas schwerer. Etwas schwerer. Schaffen wir nicht, die schaffen wir sowas von nicht. Die ist abgeprallt, die Granate. Ich will den ins Gesicht schießen und es geht nicht. Wieder so blöder Alphas, Gag. Ey, ich krieg ja echt keinen Schaden zustande, das ist nicht mehr normal. Hilfe! Mach den hier, den Psycho. Wir können das eher auskalten. Oh. Laufst du nicht von mir weg, wenn ich den im Psychopathen-Modus bin? Leuchte, mein Engel, leuchte! Ich bin nur damit beschäftigt, den wegzuhüpfen. Ja, du mich auch. Ja, ich mach 15 mit einem normalen Schuss und meiner Riffle. Du machst 15 mit einem normalen Schlag. Lass mich mal bitte. Geht nicht, oder? Ich kann hier langlegen. Alter. Oh nein! Das war verdammt knapp und jetzt bin ich gleich tot. Heb ihn auf! Die haben mich weggeschubst. Heb ihn auf! Kann ich nur nicht! Ich bin gleich tot! Das war scheiße. Wofür heb ich dich überhaupt auf? Ja. Das ist mein menschliches Schutzschild. Ich nehme jetzt die blöde Maschinengun, dann mach ich mehr Schaden. Alles drauf da, Alter. Weißt du, als Sirene kannst du einfach vorne drauf kloppen und machst den Element-Ding jetzt. Das interessiert dir den Elementschaden nicht, ob du von vorne drauf hast oder von hinten. Dann bin ich schon wieder tot, das ist zum Kotzen. Was halt mit drauf. Du wolltest ja unbedingt den Hunter haben. Ich hab gesagt, nimm die Sirene, oder du wolltest ja unbedingt den Hunter haben. Jo. Hier kein Problem damit hat, als einzigster den Berserker zu spielen. Ich bin gestört. An ihr hättet ihr euch drum gekloppt, wenn die einen. Lass dich wie so ein bockiges Kind in die Ecke deshalb. Nein, ich will unbedingt den Hunter spielen. Nächster! Nee, will ich jetzt aber nicht spielen. Wie will ich ihm auf die Fresse hauen, wenn der wegrennt? Toll. Nett. Der stuckt irgendwie da gerade, oder? Immer seitlich griffen, ja. Im Übrigen. Nein, so. Bleib hier. Hier liegen übrigens die Medium-Pulli auf dem Boden, den kann man auch einer benutzen. Aber die kannst du auch nehmen und bezahlen. Die haben einen roten Strahl. Ich blende dich nachständige Sniper hier. Von dem aufs Maul! Los, Falke! Wenn ich ihn haue, leuchtet der so komisch. Killing Blow! Yeah, verdammt! Ja, mit dem Schmerz! Benutzt unser Normal. Ich Level 13, habe ich meine richtige Sniper endlich. Die blaue.
immer noch nicht Level 13, ey, willst du mich verarschen? Oh, Level 18 wird die angezeigt, als unmöglich gekennzeichnet. Oh, oh, oh. Ich würde mal sagen, wir wechseln dann mal die Quest irgendwie. Fach, probieren wir. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Sicher gut machbar. Auf jeden, easy peasy. Müssen wir Sniper-Muni kaufen, ja. Ich hab mir gerade die Terrible Matador gekauft. Terrible Matador. Oh, Matador, hast du gesagt, zu Hause bei Mario. Muss das sein. So, was machen wir das nur? Das da. Oh, mal hoffen, dass es kann. Ich kaufe mir Granaten und dann gehen wir. Ihr wollt jetzt echt da reingehen. Auf jeden Fall. Nein, Mann. Nee? Nee, ist was haben wir noch an Quest? Todeskreis, Finale, schlechte Idee. Mo und Mali, schlechte Idee. Ja, das können wir doch nochmal da hinten reingehen. Jetzt sind die Quests auf einmal angepasst, merkst du das? Hier steht auf einmal bei mir auch komischerweise bei der Schockkristallernte Level 15, vorher schon Level 10. Jetzt sagen, machen wir die Sniper-Rifle-Teile einsammeln. Die ist für Level 12 angezeigt. Dürften wir nicht. Wie gesagt, wir könnten auch nochmal in das Gebäude gehen, wo wir gerade eben drin waren. Das ist schon ein Gebäude. Und das ist ja, das sind immer noch zwei Level über uns dann. Naja, das ist erstmal Level 14 oder so, eher kaputt als die mit Level 11. Fangen wir noch so ein paar von denen um, dass ich Level abkriege. Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin immer noch Level 12, weil ich so abfucking schlecht bin. Das war ein super geiler Fail im Übrigen. Oh nö, für die Sniper-Teile müssen wir in das Gebiet da. Da will ich auch nicht. Ja, Wayne. Wayne, Mo und Marley können wir doch jetzt umhauen. Schaff mal. Gekonnt, überfahren. Das war nein, doch da nein, drin, nein, oder? Nein, 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 nein. Das sind noch die Skag-Hügel oder wie das heißt, ne? Los, mich seitlich schauen, genau. Danke. Ich muss hier weg. Fahr, fahr, fahr! Komm schon, ja, Mann! Whee! Das ist einfach mein Border, der sagt Scheiß. Das ist doch das richtige Gebiet, oder? Frag mich nicht, ja. Oh, ja, da sind noch Mauern. Nein, Marien, also. Das ist die Quest hinten im Lager, kannst du dich noch dran erinnern? Wo wir stundenlang für das letzte Teil gesucht haben, das irgendwo auf dem Dach lag. Ja. Na, jetzt mehr Level-Ups. Oh, ne, ein grüner. Oh, ne, so ein Säurespucker. Spasti. Dann mal drauf hier. Mit Gesicht. Und einfach irgendwelche Viecher um, dass ich mein Level-Up kriege. Bin ich glücklich. Immer nützlich mal, was hältst du davon? Ich hatte nämlich richtig ordentlich gerade. Auf die kann ich einigermaßen Damage noch machen mit meiner Riffle. Nein! Jeha! Hey, oh Lord, Alpha Skag. Warum geht er auf mich los? Ich hab ihm noch gar nichts gemacht. Das ist echt, dass ich ja rosane bin. Ja, kill ist anstatt das Leben zu lassen. Ich will das Achievement kriegen. Der nur retzt. Alter, weißt du, was da Zahlen mit aufgucken? Ja, weiß ich, weil ich vorher so eine gezockt habe, so eine Sirene. Die machen Krankenschaden, die Viecher. Ich hole mir irgendwann so eine Waffe, die mein Melee-Damage um 200% erhöht. Guck mal, wie ich dann abgehe. Stimmt, das gibt es wieder auch Waffen, ne? Nahkampf. So, jetzt kann ich endlich die Sauber-Sniper anziehen. Die macht einfach mal doppelt so viel Schaden wie meine, schießt schneller, hat eine höhere Genauigkeit. Du hängst, du. Ich bin mir gerade irgendwie leicht verarscht vorkommen. Wieso? Keine Ahnung. Wer? Was? Wenn ich dumm wäre. Mit. Ey, der lauft da oben lang. Ja. Warum läufst du nicht? Du sorgst ihn von hinten. Nein, leuchtet, er fängt an zu leuchten. Das gefällt mir. Aber die haben echt viel AP. Das ist echt nicht mehr witzig. Ich brauch echt eine ganze Berserker. Oh lol. Ich brauch echt eine ganze Berserker-Phase, um den zu töten. Oh. Boah, mit der Sniper geht das ab. Jetzt macht ihr mach ich auch mal Schaden. Müsst die da oben mal killen. Kill die da oben mal mit der Sniper. Okay, mach ich. Nein. Eins ist tot. Nummer zwei. Müsste. Triffst du mittlerweile jetzt auch mal? Oh, so halb. Ja, einigermaßen. Ich muss noch zwei Talentpunkte reinstecken. Das ist perfekt. Minion meint 2-2-1. Das buggt rum, wenn er hinten dran hat, kann ich ihn, glaube ich, auch nicht treffen. Ich glaube, irgendwie bei mir fliegen keine Köpfe weg. Doch. Ich hab ja eh die Uncut-Version. Du, weil ich. Achso, bei mir ist das alles heißt, so. Du hast gar nicht den Kopf wegsperren sind von dem ersten, den du abgeschossen hast. Nee. Ah, das war auch krass. Der ist einfach nur umgekippt. Was auch gut ist.
Na gut, das könnte wirklich Komplikationen mit YouTube geben, gell? Nö, das nicht. Nee, das kann so brutal auf YouTube sein, wie du möchtest. Das dürfen keine Nippel sehen. Du darfst nur keine Titties sehen. Ein Nippel und keine Muschis. Deswegen darfst du ja nicht bei Rico da an den dran gehen, wenn der auf dem Boden liegt. Und von vorne gucken. Was? Kannst doch 4-3 oder sowas hochladen, so übelst, wo die Leute rumliegen, siehst du eine schlechte Halle. Können wir mal so eine Folge machen. Einfach nur dir einen Ausschnitt gucken, mal schauen, ob das Video dann gesperrt wird. Gute Idee. Nein, was war das denn? Hast du es gehört? Was? So, dann legen wir noch so ein Stöhnen. Ich höre nur, wie der wieder sein verrückter Mongo-Stöhnen macht. Peng. Peng. Das ist einfach mal 400, wenn ich treffe. Mann, kriegt die macht die aber verdammt langsam da und die brauchen für mich, glaube ich, nur 2-3 Schüsse. Mimimi. Ja komm, ich muss jetzt mal stolz sein, wenn ich einmal was kann. Da hinten sehe ich eins. Da hinten liegt eins. Das erste Mal im Leben, hast du was erreicht. Kann er nicht hinpicken. Da ja, liegt auch noch Leben eins. Da hinten liegt, glaube ich, eins. Ja, auf der Brücke. Da haben wir so einen Schläger. Ein. Ja, kriegt man die zusammengebaute Sniper dann? Wow, what the fuck? Das hättest du wohl gern, gell? Das hättest du wohl gern. Was? Du hast mich verstanden. Was ist ein Sniper? Ja, das hätte ich gern, dass man die Sniper dann kriegt. Warum hast du denn jetzt die Sniper da hinten nicht mitgeholt? Weiß ich nicht. Da unten ist irgendwo was. Hier unten irgendwo. Zeigte mir das an. In dem Zelt da drin. Irgendwie fehlt noch eins. Ja, das letzte Teil ist angeblich hier irgendwo in der Ecke. Nein, ich bin immer runtergeflogen. Bin ich nicht. Ist das in so einer Höhle? Und dann? Nee, es war doch auf dem Dach. What the fuck? Das hast du gerade eben noch erzählt. Sollen wir die andere Quest noch mal probieren, wo wir gerade, wenn wir gerade hier sind, oder? Ja, klar. Oh, geil. Ja, bin ich ganz klar dafür, weil ich bin auch gleich Level 14. Rapid Undying Schild. Ich will. Nix das, das ist meins. Ja, komm, lass mal probieren. Nein! Nicht. Escape! Oh, fuck. Zu spät. Sledge Safe House. Schauen, ob wir es jetzt packen. Ich hab zwar Level 15. Da schon mal ein Rocket Launcher, Junge, jetzt mach ich die alle tot. Lass mir erst. Alle kaputt! Mach schon kaputt! Wow! Schlechte Idee, ich geh wieder. Ich mach dem 400 Schaden, wenn ich seinen Kopf treffe. Der ignoriert meine Schüsse von der Dingsmal gekonnt. Ah, ich prügel ihn einfach mal um, okay. Gib mir Deckung, Mann. Tu ich. Siehst du, wie der runtergeht mit so einem kritischen Treffer? Das ist heftig. Ich kite ihn hier. Ah, nein! Oh mein Gott, ich seh nichts mehr. Den Hinterkopf kann ich nicht treffen hier. Bam! Level up. Nice, Leute, nice. Wir sind drin, schon viel mehr. Machete, ich bin gestorben. Machete war keine gute Idee. Du bist Machete, gell? Ich hab direkt an den Film gedacht, Alter. Genau. Hit den mal auf. Ja, wollte gerade. Brauchst nicht. Ich konnte. Achtung, fast. Ich hab genug Skill, um die Gegner zu machen. Guck mal, wer ist hier? Was Ding ist mit dem Rocket Launcher? Mein Selbstbewusstsein darf nur nicht zu groß werden. Versucht ihm ins Gesicht zu schießen. Versucht sich schon seit Wochen. Hey, ich kriege mal. Max, einen Level-Unterschied, was das ausmacht. Krass, oder? Oh, der Rocket Launcher. I need a rest, please. Oh, Alter. Sonst muss ich gleich respawnen, Leute. Okay, ich muss definitiv respawnen. Nein, musst du nicht. Nein, ich hab doch eh gedrückt. Ich hab ihn. Da warst du ein Stück schneller als ich. Alter! Ich wollte schon okay. Ganz ehrlich hier, also da verstehe ich keinen Spaß. Da steht auf einmal, ich drücke drauf, immer geht halt weg. Ja eben, das war bei mir genauso, als ich dich da retten wollte. Was nicht geklappt hat. Hallo! Jetzt schrei nicht so rum, Mann, das nervt! Gefällt dir doch, nein, Leute. Gefällt dir. Uah! Rennt so ein brennender Idiot vor mir. Warte, ich exploite jetzt mal kurz. Das muss aber niemand, das spielt ja keine Rolle. Aber pst, darf niemand wissen. Du exploitest so. Oh mein Gott, und mit dir habe ich gezockt. Machst es selber, ja? Achtung, das exploite ich nochmal. Pst. Da macht er uns doch direkt die Tür auf zu der fetten Kiste. Ja, oder? Ich glaube, das geht nur mit der Sirene, aber die so zielisch ist. Nö, ja, das klappt gut. Das der Robotzim, der macht normalerweise, uns die Tür normalerweise auf. Die Epic-Sniper, alle hin. Der macht die Tür auf, die Epic-Sniper. Normalerweise musst du erst andersrum laufen und das den überhaupt aktivieren, erst den kleinen Roboter gerade. Und ich habe es aber über die Wand gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber. Boah, Scheiße, Mann, ich will da rein. Ich rette dich. Boah. Weil da ist nichts drin. Da ist nur Scheiße drin, nichts Episches. Da ist wieder so nervig. Da ist nur Müll drin. Geh doch mal an. Boah, Alter, die schießen mich ab. Die schießen mich ab. Ja, das doch verdient. Die klauen unsere Jobs. Klauen unsere Jobs.
Das ist Schläger, lol. Nein! Boah. I need a heal! I need a hero. Ne. Den brauch ich ganz gerne. Das wohl eher weniger. Hör auf, die scheiß Dings einzusacken, die Granatlöcher. Oder Roketlöcher. Ist der gut für dich? Woll ich nicht. Das wurde eingesagt, konnte ja nicht gucken. Ich droppe ihn mal. Der Roboter hat echt so mieses. Wie kann ich den droppen? Du gehst mit der. Einfach Leertaste. Nein, nicht einfach Leertaste. Okay. Du gehst mit der Maus drüber und dann Leertaste. Ja, logisch. Hab ich gemacht. Schau es dir an hier. Da hinten um die Ecke leckt er. Wahrscheinlich sagst du ihn gleich ein. Hey, das ist wirklich. Ist da die Epic Sniper drin? Sogar echt ohne Scheiß wirklich besser. Da sind zwei geile Snipers drin. Ist die Mehrzahl von Snipers? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Keine Ahnung. Oh mein Gott! Weiß ich doch nicht. Helft mir! Helft mir! Zwei kleine Spasten! Hä? Das sind noch mehr, Alter. Helf ich dir gerne, die gehen schnell down. Wie gesagt, meine momentane Waffe ist ziemlich OP. Das ändert sich wahrscheinlich wieder an zwei Leveln, aber. Nee, es hält sich eigentlich. Im Moment muss ich mich aus. Muss ich das ausnetzen. Ich brenne. Du bist so ein knallharter Idiot. Ja. Ich könnte mal wieder meinen Vogel draufschicken. Alter, ich hätte so viele Zahlen wie momentan bei mir aufploppen, so viele. Dreifach so viele du noch beim Dotlock aufploppen. Schönen Gruß an alle WoW-Nerds hier. WoW kannst du sowieso nicht so viel. Du kriegst gar nicht so viel Dots drauf auf den Gegner, wie du da Zahlen machst. Mit dem, vor allem, wenn du Feuer hochgesteckt hast auf den Gegner, das macht so übel Schaden. Ja, vor allem Feuer plus Strom dann noch. Oh, eine Shotty! Ich bin eine blöde Sniper. Die ist nicht gut, ey. Die ist echt nicht gut, die Sniper. Die Inventar ist voll, ich hab doch grad den Müll weggeschmissen. Du Drecksau. Nee, die ist nicht gut, nee. Nee, du nicht. Ich hab was geskillt, dass meine Gegner, wenn ich die zu Klump prügel, die irgendwie langsamer verwirrt werden können oder sonstige Sachen. Recht interessant. Was, wenn die langsamer verwirrt werden können? Ja, langsamer, laufen die langsamer, wenn sie verwirrt sind, dann sind die einfach, weiß nicht, dumm. Keine Ahnung. Und noch irgendwas. Ob die halt jetzt voll die Intelligenz testen werden. Dann werden sie dümmer. Und ich kann sie betäuben. 40% Chance pro Hit jetzt. Das heißt also, ich suche mir jetzt irgendwas aus und das prügel ich zu Klump. Da, den da. Endgesicht! Immer schön drauf! Los, mein Falke! Ach, das ist auch dieses. Da, dieses Kreisdingenskirchens. Ah. Jetzt kommt erstmal ein Big Boss hier. Kennst du ja selber. Ich komme mit hoch. Ja, den kenne ich noch. Alter! Ich bin so fertig, bewegt mich nicht. Ey, dem kann ich seinen Kopf voll einfach treffen. Komm, retten jetzt zu mir. Rett jetzt eh zu mir rein. Ah, so ein Psychopath. Der hat so einen fetten Kopf, den kann man gut treffen. Der schmeißt mich mit Granaten an. Wie soll der eigentlich unbegrenzt davon? Boah, der soll mich mal nicht so schlagen hier. Miau. Geht das jetzt Muniale. Warum hat Arsch. Das nicht? Warum droppen Leute, die einen Kopf haben, keine Köpfe bei Quests? Das hier ist Borderlands, das ist ein Unterschied. Ja. So, im Prinzip dieselbe Fragestellung, die ich gerade hier raus habe. Ninja. Boah, Transfusionsgranaten. Hol die mal mit, Tom. Die Drecksau! Dieser kleine Spasti. Ich hab noch versucht, ihn abzuknallen. Spring Transfusion. Lass mal, wenn du eine Granate schmeißt, kommen da kleine Granaten raus, die uns heilen. Okay, dann tue ich das mal aktivieren hier. Warum sind das Finger? Irgendwie ein bisschen widerlich. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir. Ah, ich sollte die Mine jetzt betreten. Wie jetzt beide runtergelaufen sind und nicht dran gedacht haben, was an der Brücke kommt. Ich glaube an dich. Alter. Wo seid ihr jetzt? Lauf wieder zurück. Wo bist du? Ja, wir müssen ja jetzt in die Mine, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Oh, korrekt. Ist Dacke. Aber ich würde auch noch nicht hingehen, weil die Mobs da schon relativ hoch sind. Die sind erstmal noch irgendwie ein oder zwei Level-Ups versuchen, irgendwie einen anderen Quest irgendwie zu machen. Bevor wir da wirklich. Nein, dass ich anders gelaufen bin als ja. Bevor wir da reingehen, ich meine. Lauf mir einfach nach, ich kenne den Weg. Nein. Bitte sag mir nicht, dass du den Weg kennst. Du nicht? Nee. Wir haben schon drei oder viermal gemacht und du kennst den Weg bis jetzt immer noch nicht. Nee. Ich hab mich bis jetzt jedes Mal hier verlaufen. Keine verdammten Sniper-Muni mehr. Ich kann nur mit meiner. Du bist die Fäuste der Liebe. Ich bin tot. Super. Fäuste der Liebe, ey. Hi. I need a rest. Genau. Was war das? Weiß nicht. Irgendwie bräuchte ich wieder Sniper-Muni, das wäre leicht praktisch. Muss mal gucken.
Ach, Alter! Ein schlechter Weg. Seid ihr dann? Auf dem Weg nach draußen. Weißt du, spiel schon diese. Da ist wieder so ein Entzündler. Pass auf. So ein Al-Qaida. Ja. Er kommt da gleich wieder mit seinem komischen Al-Qaida-Sprache und dann sprengt er sich. Komm mal, tot. Ist ja eh ein Witz von wegen Osama tot und so weiter. Der lebt eh noch. Der macht dich einen chilligen, weißt du? Der Mann macht's richtig. Ja, ohne Spaß, das kann man ja wohl echt nicht glauben. Dass die da teilweise Sachen gepostet haben. Ich will mich darüber gar nicht auslassen. Vielleicht ist er tot, vielleicht ist er nicht dort. Gibt ja auch einige Leute, die sagen, dass Mondlandung nicht wirklich war. Das ist jetzt, sagst du jetzt nicht wirklich, also. Ganz ehrlich, interessiert mich ja sowas von wenig, ob da irgendwo eine Mondlandung war. Das damals interessiert mich sowas von null. Ja, ist halt mehr oder weniger auch in meinen Augen. Ja, komm, ganz ehrlich, das jetzt ist wichtig, nicht das, was damals war. Ja. Ja, jetzt machen wir keine Mondlandung mehr. Richtig, braucht man. Look at this. Wow, lol. Mondlandung, wir machen keine. Ist voll da unfair. Kennst du ja, geh aus dem Menü raus, dann spuck ich dich an. Bin ich. Spuck mich an, los, traust dich eh nicht. Zufrieden? Du hast dich getraut, verdammt. Rotze Klumpen trifft Tom kritisch. Tom stirbt. Oh, meine Backe tut jetzt weh. Das war mein Plan, von Anfang an. Ich hab die Fresse gehauen selber dabei. Wie schaffst du das? Wie spuckst du? Nee, ich hol den Finger und dann so, weißt du. Du rotzt in deine Hand und dann wirfst du. Ich hab mit dem Finger mal zu viel Speed drauf gehabt irgendwie anscheinend. Keine Ahnung, es ist ein bisschen weh. Ich würde sagen, sollen wir jetzt mal Mao und Mali probieren? Jo, wir haben schon hier so. Komm, mach mal. Explodier! Freu dich schon mal drauf, wenn du dann irgendwann diesen Phönix hast und rennst irgendwo lang und dann verbrennst du an einem Gastank und dann stirbst du einfach. Wie es mir jedes Mal passiert. Jedes Mal. Du rennst rum, weißt du, bist du die Mobs am Laufen und mal boom, tot. Und du wunderst dich nur, fuck, da war ein Gastank. Oder so ein Säuretank oder Stromtank oder, keine Ahnung. Irgendwas. Mal gucken, welchen Tank Level halt. Die hier sind, die Mouse und Marlies. Das sind Level 16 sein. Komm, wir gehen zu Bob und Marley, ne? Ja, das noch. Hahaha. Ja, war lustig. Haut mal die Viecher hin, die kommen sonst alle mit hinterher gerannt. Ey, dreht mal um. Auf die Fresse, Mo! Ihr Helden! Ich bin grad Mo auf die Fresse am Hauen. Ach ja, bei Mali solltest du es vermeiden, Stromschaden zu machen, weil die ja Strom. Ja, jetzt kann ich eh keinen Strom. Okay, jetzt habe ich ein richtiges. Ich hau die für 5. Bugge durch die Luft. Ich weiß, wo wir die hinziehen müssen, oder? Ich hau den 200. Aber ich muss erst mit den Kleinen hier hochkommen. Hilfe! Bitte irgendeinen Kleinen, Alter. Alter, du hast alle Kleinen getötet, du Penner. Hilfe! Rettet mich. Wo seid ihr denn? Rettet mich. Rettet mich. Ey, der schießt mich die ganze Zeit weg. Ich versuch dich zu retten. Jetzt bin ich auch tot. Super. Stromgranaten. Boah, Alter. Das ist nicht Alter. Ist hier irgendwo noch Kleine? Ach. Jetzt packe ich meinen Launcher aus. Jetzt geht's ab. Jo, warte, ich Mo, du hast keine Chance. Wie mache ich dir keinen Schaden? Hier rotzt hier auf dem Moe drauf. Moe. Kawaii. Also solange wir die Kleinen umhauen. Ja, die spawnen dir immer. Das ist immer so ein kleiner Trick irgendwie, dass man so immer. Die Kleinen machst du erst kaputt, wenn du stirbst. Dich wieder zu retten. Ja, logisch. Man merkt schon, wenn wir hier nicht eins machen, dann sind wir echt schon irgendwie. Ach, Marley lebt auch noch. Nein! Ja, Marley machen wir am Ende. Mo ist der Schlimmere. Ich komm dazu, auf Mo einzuprügeln. Oh, jetzt den Müller gefickt. Ja. Kommt noch ein knallharter Feuerstack. Und. Und. Ich bin verwirrt. Das ignorieren wir jetzt einfach. Ich komme mal zu dir. Ah, schon geschafft. Dieser AOE, dieser Müll-AOE, den der macht, das nervt so an. Du bist immer genockt weg. Ich flieg's dann irgendwo hin. Alter, hilf mir. Hilf mir! Mo ist mich am Rammeln. Alter, der macht einen Breast, dann bin ich im Arsch. Nee, den fange ich ab. Meinem Stahlkörper. Ja, 1, 2. Ich kann zwar den kleinen übelst Schaden machen, aber den großen nicht. Ich verreckt. Wer hat denn jetzt hier Mali angeschleppt? Wer hat Mali angeschleppt?
Schaden? Frag mal den Hack. Damit habe ich nichts zu tun. Nicht meine Schuld. Ach, ihr seid beide tot. Ist irgendwo ein kleiner? Jetzt nicht mehr. Ja. Ey, arrest mich mal bitte. Ich versuch's. Warte, ich setz mich hinter dich. Nicht gut. Vielleicht komm nochmal wieder, warte. Ach, leck mich doch. All auf Mo. All auf Mo. Hier zu helfen war so ein Fehler. Ich bin tot, super. Wartet auf mir. Hier zu helfen war echt eine beschissene Idee, ey, ernsthaft. Na, danke.